Wunderschönen guten Tag, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück hier auf unserem Handyserver. Mit dabei ist der liebe Dark. Sag mal hallo. Hi. Ist ein bisschen verbuggt hier, habe ich gemerkt. Huch, das liegt an, ja, pass auf, das liegt an den Updates. Wir machen gerade ganz viele Updates für den MCPE-Server, damit das noch besser läuft. Aber das ist halt, wie gesagt, das ist unendlich viel Arbeit. Und für die, die es nicht mitbekommen haben, wir mussten von vorne anfangen. Am besten reden wir heute nicht darüber, weil sonst raste ich wieder aus, sage ich euch ganz ehrlich. Ich finde das zum Kotzen. Ich habe noch Kummer, da ist der Vita. Lass ihn mal kicken. Was ist los hier? Warte mal, Maul. So, erstmal Bescheid sagen, dass er das Maul halten soll. Ja, was wollte ich euch sagen? Wir haben Hashtag Werbung, meine Freunde. Ich muss mal gucken. Wir haben jetzt Valentins-Crates. Ich weiß, kommt ein bisschen später für euch. Aber ihr könnt jetzt hier Valentinstag-Crates besorgen. Ich habe gar keine. Und normale Crates, wenn ihr Bock habt. Also, da sind auch nochmal extrem geile Sachen drin. Ich glaube, eine Woche haben wir das im Shop, ne? Ich denke, eine Woche. Ne? Du musst aber nach unten für die Valentins-Crates. Ne? Ja, ich weiß. Ich habe es gesehen. Ja, ja. Okay, ja. Also, wie gesagt, wenn es zu Fehlern kommt, wundert euch nicht. Wir müssen das gesamte System neu machen, weil schon wieder ein Dev jetzt weniger da ist. Also müssen wir jetzt doch wieder alles selber machen. Dann müssen wir wieder bei Null anfangen und lass uns einfach nicht drüber reden. Ja? So, der Handy-Server ist halt mal so ganz anders grenzdebil. Heute sind wir aber da, meine Freunde, weil wir gesagt haben, hier am Spawn sollen doch Grundstücke. Wir haben uns jetzt drei rausgesucht. Drei von denen, die ihr am besten gefunden habt. Und das heißt, unter dieses Video hier könnt ihr dann wieder drunter schreiben, welche die nächsten werden sollen. So, ich würde sagen, Dark, wollen wir uns mal den ersten angucken? Ja, Darlene, oder? Darlene, oder? Darlene. Ist das Darlene 15? Ja, Darlene 15 ist es. Okay, dann. Oh, dieses Chinatown-Dingens. Das ist das hier, ne? Das ist der Chinatown, ist das. Ist ein bisschen leer noch, ne? Und ein bisschen größer geworden. Das waren nämlich vorher, waren das nur die zwei Plots hier. Hier, wo ich jetzt gerade bin. Da sind Plots dazugekommen und ja, ist halt noch nicht jetzt fertig geworden. Das ist jetzt scheiße. Das ist jetzt halt natürlich blöd, ne? Ja, und es sind sehr viele Plots. Das ist ein riesen Grundstück geworden. Dann haben wir jetzt natürlich ein kleines Problem mit dem, Verschieben. Weil, ist ja jetzt noch nicht fertig, ne? Also wie gesagt, wenn ihr solche Fehler habt, wie ich jetzt hier, dann ist normal, wundert euch nicht, wir arbeiten gerade an einem neuen System und das alte System fällt gerade in alle Einzelteile auseinander und der Dev hat sich aus dem Staub gemacht. Also der das gebastelt hat, der hat sich einfach drei Wochen nicht gemeldet und ja, müssen wir halt nochmal von vorne anfangen, ne? Wir mögen sowas ja, ne, Dark? Wir machen das gerne. Immer gerne, lieben gerne, immer von neu anfangen. Also wenn wir hier das Grundstück, wir müssen auch nochmal die Sichtweite nochmal leicht erhöhen, das ist ja hier katastrophal. Wir müssen auf jeden Fall noch mal bei dem Grundstück hier vorbeischauen, aber so können wir das nicht ans Bauen packen. Das ist ja gerade viel zu groß und viel zu unfertig. Bist du nicht der Meinung, dass das auch viel zu groß ist für den Spawn, egal ob es jetzt fertig gebaut ist oder nicht? Weil ja, das kommt ja noch dazu. 16er Merch oder so. Ja, das kommt noch dazu, das ist echt zu groß. Also das können wir wirklich nicht machen. Dann nehmen wir ja 16 Slots. Weiß ich auch gar nicht, ob genug Platz ist, ne? Nach vorne und hinten. Das kommt ja noch dazu. Ey, schade. Ja. Also müssen wir da nochmal im Einzelfall gucken, aber das waren am Anfang nur irgendwie zwei. Ne? Wir haben uns doch hier, es war doch nur ein 2er Merch hier ganz am Anfang. Mensch. Ja. Ja, ich glaube, es waren nur zwei Merch mit dem Panda und das war's. Ja, genau. Und da habe ich gesagt, ja, der Panda noch fertig, Mann, ansonsten geil. Ja gut, kann man jetzt aber nicht ändern im Endeffekt. Das ist jetzt halt so, wie es ist. Da müssen wir weiter. Und zwar wäre das jetzt das PH-Museum. Wurde sehr oft quasi gesagt, dass das dahin soll. Gucken wir uns das mal an. Hoffentlich ist das nicht größer geworden. Das ist auch sehr groß. Ich glaube, es ist aber auch größer geworden. Ja, bei mir ist hier gerade schon, also ich weiß auch nicht, was, bei mir ist hier gerade ein Problem. Also bei mir laden die Chunks nicht ordentlich. Weil der alte Horst hat einen neue Rechner, also eine neue CPU, meine Freunde, und hat hier gerade frisch alles erst eingerichtet. Und da weiß ich jetzt nicht, ob das bei mir ist, weil ich habe Windows neu installiert, oder ob das jetzt am Server liegt. Das ist jetzt natürlich eine Sache, die ich nicht beantworten kann. So, also, PA-Museum, sage ich ganz ehrlich, das sehe ich nicht am Spawn. Also wirklich. Das ist aber auch viel zu leer. Ja, es ist einfach nichts. Es ist einfach leer. Das hier finde ich wohl ganz schick. Das hier. Ein am Eingang. T-Rex, also. Ja, das finde ich ganz schick. Das ist einfach nur ein großer Klotz mit... Es ist einfach nur ein großer Klotz, der leer ist. Also das so können wir das natürlich auch wieder nicht machen. Liebes Team, da müsst ihr euch ein bisschen mehr anstrengen. Meine Freunde, sowas können wir nicht ans Spawn packen. Es soll ja auch irgendwo hübsch sein, ne? Also zumindest irgendwie halbwegs. Ist ja einfach nur groß. Okay. Ja gut, dann gehen wir zum letzten. Casino, da war ja was. Ja, ich glaube, das war sogar gut. Das war doch gut, ne? Das Casino. Ja. Da habe ich auch gut in Erinnerung. So, was ist jetzt hier? Bei mir geht jetzt gar nichts mehr. Also, kurzer Cut. Ich muss mal neu starten. So, ich bin da. Es hat geklappt. Juhu. Ja, Moin. So, das war... Ja, genau. Jetzt sehe ich auch alles. Genau, richtig. Ich kann mich erinnern. Das sah ganz schick aus. Da gab es... Also, das waren auch mitunter die meisten...
Stimmen. Ja, dann gucken wir nochmal schnell rein. Aber ich glaube, wie machen wir denn das? Müssen wir da die Item-Frames vorher abmachen oder wie ist das? Das weiß ich nicht. Also eigentlich mit Duell Edit. Ich sage immer, wir müssen die Item-Frames abmachen, damit das Ganze zu keinen Komplikationen kommt, weil das kann ab und zu passieren. Aber eigentlich sollte das nicht der Fall sein, dass die verschwinden. Eigentlich nicht, ne? Ich gucke gerade auch, nicht. Ich kann hier nicht, wie bei der Java-Version, ich kriege gar nicht die Items hier raus. Das geht gar nicht. Ich speichere das einfach mit Download zuerst mal oder so, ne? Ja, mach das mal. Speichert das und kopiert das mal. Ist das erste Plot am Spot? Aber wie gesagt, vierte Reihe dann, ne? Natürlich. Okay. Fang ja von hinten an. Und dann gehen wir immer weiter nach vorne. Wie gesagt, meine Freunde, Serversichtweite wollen wir noch ein bisschen weiter erhöhen. Und alle anderen Sachen arbeiten wir gerade hart dran. Ihr dürft eine Sache nicht vergessen. Das ist Knuckled. Und Knuckled wird nicht mehr weiterentwickelt. Die machen jetzt gerade Knuckled 2.0. Knuckled 2.0 ist aber auf dem Stand von Knuckled 1.0 in Beta. Also das ist gerade nicht einfach, einen richtig gut laufenden Citybuild zu haben. Also so mit 3-4 Spielern ist das ja wohl gar kein Problem. Aber mit 100 dauerhaft, ja, wir merken es langsam, ne? Gibt Probleme. Probleme hier, gibt Probleme da. Hatten wir auch in der Java-Version, aber nicht so stark. Also, ja, wir hatten unsere Probleme in der Java-Version, aber nicht so wie hier. Also, der Handyserver macht enorm viel Arbeit. Ganz, ganz viel. Und wenn ich sowas hier sehe, ist ja natürlich auch wieder das Problem. Meine Freunde, was ihr nicht wissen könnt, aber solche Grundstücke belasten den Server, ne? Weil diese ganzen Entities und Teil-Entities, die sorgen auch dafür, dass der Server halt beschissen da läuft. Ja, das sind so, weiß ich nicht. Inaktiv kann ich nicht benutzen, das ist verbuggt. Wie gesagt, wir müssen alles neu, auch inaktiv müssen wir neu machen. Wir haben nämlich festgestellt, dass das Probleme verursacht, das Plugin. Ich hoffe, dass das mal wird, ne? Also, wir arbeiten fest dran. Aber diese verpackten Kisten gibt es nicht mehr, kann das sein? Ja. Weiß ich nicht. Ich sehe zumindest keine. Ich sehe auch keine mehr. Weil das, also, da lag das wirklich da dran, ne? Ich habe schon Leuten gesagt, die so, hier, guck mal, leere Itemframes und so, mal bitte abbauen, meine Freunde, ja? Und unnötige Itemframes bitte auch abbauen. Und unnötige Schilder und alles andere, was unnötig ist, einfach abbauen. Warum? Wie gesagt, Teil-Entities und Entities kann Knuckled nicht so gut. Ja, also, ist ein bisschen blöd zu erklären, aber Knuckled hat echt Probleme mit vielen Kisten und mit vielen Öfen, ja, und schießt uns da halt die Datenbank kaputt. Und ja, ich weiß, also hier sind ja auch noch, och Mann, da haben wir doch neulich schon erst ausgeräumt hier. Mensch, schon wieder überall Itemframes, die hatten wir doch erst weggemacht. Mensch, ich glaube, wir haben ein kleines Problem. Ja. Man versucht zu downloaden das Plot, aber das geht nicht. Ja, uploading Schematica, please wait. Seit gefühlt 10 Minuten. Dann machen wir /Kopie. Ja, habe ich schon. Und dann kopieren wir das jetzt mal irgendwo hin und dann löschen wir das hier. Warte mal kurz. Aber es gibt halt keine Koordinaten, es gibt keine YZ-Achse bei F3, so weißt du, das ist die Problematik. Ich habe oben links meine Koordinaten, Dark. Ja, nee, ich meine das nicht. Wenn du bei Java F3 drückst, siehst du ja so ein. Ja, aber das habe ich schon oben links standardmäßig, Dark. Das kann man sich anschalten. Ich weiß gar nicht mehr wo. So, meine Freunde, ja, hat jetzt ein bisschen kurz gedauert. Wir haben gerade gemerkt, oh, das können wir gar nicht einfach mal so verschieben. Das heißt, der liebe Sahne muss das jetzt machen. Der muss nämlich erstmal mit den, ich sag mal, mit dem Owner. Der Owner muss hier alle Itemframes abbauen, weil die werden nämlich komisch verbuggt, wenn man das kopiert. Alle so 90 Grad. Ja, ich sag ja, hier geht eigentlich gar nichts. Also, das ist einfach alles irgendwie eine verbuggte Seuche. Das ist, ich weiß, warum, kannst du mir mal verraten, warum Knuckled so sein muss? Also, warum ist das so anstrengend sein? Das ist, ich verstehe das nicht. Ja, egal. Also, ich hoffe, wenn das Video rauskommt, ist das Casino schon am Spawn, also Nähe Spawn. Und ihr habt jetzt die Möglichkeit, hier in die Kommentare zu schreiben, welche GS oder welche GS Mehrzahl als nächstes an den Spawn kommen sollen. Und dann können wir wieder gucken. Dann haben wir wieder was und gucken wir wieder. Und dann machen wir das jetzt so lange, bis alle Spawnplätze vergeben sind. Ja, dann hat also jeder von euch die Chance, an den Spawn zu kommen. Ja, meine Freunde. So viel dazu. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao.